So, guten Abend. Zum ersten Mal in 5 Jahren machen wir diese Veranstaltung auf Deutsch. Das bedeutet, er muss mit meinen Gott einen schlechten Deutsch rumschlagen, aber hauptsächlich wird Wolfgang Strick reden und sein Deutsch ist passabel. Ich würde gern erst die Formalitäten hinter mir haben, nämlich diese Veranstaltungen sind nur möglich dank der Unterstützung von Helle Panke, die Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, und Oxy Wirtschafts, anders denken, das ist eine Zeitung, die paar liegen da drüben aus, wenn Sie einmal reinschauen möchten. Ich würde auch jetzt Florian und Oskar bedanken, das sind die Übersetzung machen, das kriege ich wahrscheinlich, wenn ich hier mit, aber wir machen das auch Livestreaming in YouTube und da sind hauptsächlich Anglo-Sachsen oder Leute, die kein Deutsch können, aber Englisch wohl, die mithören. Dann gibt es selbstverständlich Sven Bukin, der macht dieses Wahnsinnstechnik, es ist so kompliziert, weil die Dolmetscher sind in der Schweiz und in Frankfurt und wir sind hier. Und dann, wie immer, Frank, der hier die ganze Organisation macht. So, das wäre es für Formalitäten. Jetzt ein paar Wörter zu Wolfgang Strick. Wir sind sehr geehrt, ihn zu haben, dass er gekommen ist. Für mich ist Wolfgang Strick eine sehr besondere Person. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer Brave New Europe ist. Es ist eine Website über Ökonomik, Politik, Klimawandel. Wie Janis Varoufakis sagen würde, ist es für Erwachsene. Und da haben wir ein sehr gebildetes Publikum und ab und zu dann schreibt einer an uns. Man sagt, ich würde mich gern informieren oder mehr wissen über deutsche Politik. Könnten Sie bitte Autorinnen empfehlen? Dann schreibe ich immer zurück, ja, Wolfgang Strick. Dann kommt ein E-Mail zurück und wer noch? Und meine Antwort ist immer, es gibt niemand anders, wo es sich lohnt zu lesen, außer Wolfgang Strick. Die anderen haben nichts zu sagen. Und Wolfgang hat eine Qualität, die sehr selten ist. Es ist egal, was ich von ihm gelesen habe oder was ich gehört habe. Jedes Mal gehe ich weg und habe was Wesentliches gelernt. Das ist selten heutzutage. Die meisten ist es einfach, die wiederholen das Alte. Aber ich glaube, das ist die größte Ehre, dass jemand sagt, ich lerne von Ihnen, lerne viel. Ich schreibe auch und freue mich, wenn irgendjemand schreibt und sagt, ja, das war toll, was Sie geschrieben haben, das besonders die Punkte. Aber Wolfgang ist es immer so. Und das schätze ich persönlich sehr und das schätzen auch sehr viele andere. Und damit überreiche ich einfach. Ja, schönen Dank. Also, ich bin ein bisschen erkältet und das wird man wahrscheinlich merken. Das wird man wahrscheinlich merken. Aber ich huste zwischendurch. Aber keine Sorge, es ist nicht letal und es ist auch nicht mehr ansteckend, weil es schon im fortgeschrittenen Stadium ist. Ich möchte etwas über Staaten sagen. In den materialistischen oder marxistischen oder linken Theorien ist immer die Rede von der Staat. Das ist eine funktionalistische Betrachtungsweise. Ich möchte dem eine historische, konkrete und empirische Betrachtungsweise entgegenstellen. Die Staaten und die Staaten in einer bestimmten Epoche, nämlich in unserer. Und wissen wir eigentlich über die Struktur des Staatensystems und dann darüber, welche Chancen dieses Staatensystem für eine progressive linke Politik beinhaltet oder auch nicht. Wie muss es aussehen, damit überhaupt so etwas wie neue Eigentums- und Unternehmensformen, der Aufbau kollektiver Güter, egalitärer Verteilung,
neuer demokratischer Partizipationsformen, damit das überhaupt möglich ist? Und wie müssen Staaten aussehen, in denen man das machen kann? Und wie müssen die nach innen organisiert sein und nach außen innerhalb der Staatensysteme? Dazu will ich heute ein paar ganz grundsätzliche Dinge sagen, die dann auch auf die gegenwärtige Situation in Europa, sowohl in Bezug auf die Struktur der Europäischen Union, was ist eigentlich der Beitrag, der mögliche Beitrag der Europäischen Union zu einer progressiven Politik, beziehungsweise wie müsste sie umgebaut werden, damit eine solche Politik überhaupt möglich ist. Und dann natürlich, wenn man über Staatensysteme spricht, tritt das Problem der heute ganz besonders ins Auge. Was sind eigentlich selbstständige Staaten? Wo erwächst ein Anspruch auf Selbstständigkeit, Autonomie, Sezession und so weiter? Und welche internationale Ordnung wird gebraucht, damit ein Staatensystem nicht imperialistisch und diktatorisch wird? Ich kann das alles natürlich nicht auf einmal heute bearbeiten, aber ich glaube, dass wir als im breitesten Sinne auf der Linken stehende politische Menschen uns mit solchen Fragen auf ganz neue Weise beschäftigen müssen. Sowohl in Bezug auf den, sagen wir mal, Nation-Building-Prozess, der in Europa im Gang ist oder nicht im Gang ist, als auch in Bezug auf vor unserer Haustür die Prozesse der Auflösung und Eingliederung in das internationale System, Auflösung der ehemaligen Sowjetunion und die dabei aufbrechenden Nationalismen. Wie gesagt, das wird jetzt nicht alles auf Rezepte rauslaufen, aber auf ein vielleicht paar Grundbegriffe, die nützlich sind, wenn man sich darüber später Gedanken macht. So, also ich habe diesen provokativen Titel gewählt, weil immer, wenn ich in letzter Zeit über so etwas rede, sagen die Leute, wollen Sie zurück zum Nationalstaat? Und das habe ich jetzt erstmal da aufgeschrieben. Und das Problem ist natürlich, dass es ein solches Zurück gar nicht geben kann, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Aber der Hauptgrund ist, wir leben im Zeitalter des Nationalstaats. Wir haben die Vorstellung, dass das eine vergangene Epoche wäre, zu der man zurückgehen könnte, ist vollkommen möglicherweise eine Wunschvorstellung oder sie beruht auf mangelnder Kenntnis. Nicht zurückginge es zu den, wir können so zwei Wendepunkte der Entwicklung des Staatensystems unterscheiden. 1918 nach dem Ersten Weltkrieg, die Auflösung der großen Imperien, Habsburg, das türkische Imperium und so weiter, russische, zurück zu den, also Aufbau des Nationalstaatensystems durch die Vorortverträge von Paris. Und dann nach 1945 den Abbau der Kolonialreiche. Prozesse, die beide zur Entstehung eines internationalen Systems aus Nationalstaaten geführt haben. Und das sind sehr dynamische Prozesse. Wir werden gleich sehen, in der Welt ist die Nachfrage nach Nationalstaatlichkeit, nämlich auf Seiten von Menschengruppen, die sich als Völker definieren, ganz ungebrochen. Beispiele dafür, dass bestehende Staaten sich zusammengelegt hätten. So kann man sagen, zum Beispiel Portugal, Spanien und Italien zu Westmediterranien oder sowas. Ja, das gibt es nicht. Der einzige Fall ist eben Ostdeutschland und Westdeutschland. Das war aber wirklich ein Sonderfall. Und die Vereinigte Arabische Republik aus Syrien und Ägypten, die ist sehr schnell wieder zerbrochen. Staaten sind sehr resistent gegen ihre eigene Auflösung. Ein Beispiel gibt es noch, die Tschechoslowakei.
die sich friedlich voneinander gelöst hat, jetzt Slowakei und Tschechien, ein Land, das ebenfalls auf der Liste stünde, eigentlich stehen müsste, wäre Belgien, aber da ist das Problem, die Staatsschulden sind so hoch, dass man nicht wüsste, wie man die zwischen den beiden Landesteilen verteilen sollte, und das hält das Land zusammen. Also dann gibt es aber beispielsweise eine Zerlegung souveräner Staaten. Und die weitaus meisten Staaten sind klein. Wir können uns das gleich mal angucken. Und meine These ist, Staaten, nicht nur Staaten sind demokratisierbar, sondern die einzigen Großorganisationen, die überhaupt demokratisierbar sind, sind Staaten. Also kann man sagen, Apple ist nicht demokratisierbar, aber die Schweiz. Jetzt können wir uns die Zahlen angucken und wir sehen, seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Zahl der souveränen Staaten in der Welt verdoppelt. Die Bevölkerung ist auch gewachsen, noch stärker. Wir sind jetzt bei, jetzt in 2020, die Trends gehen weiter, bis heute. 2020 ist ungefähr die Fortsetzung davon. Die Bevölkerung ist riesig geworden. Die Zahl der Staaten aber hat sich verdoppelt. Die durchschnittliche Größe der Staaten in Millionen Einwohnern, das ist ganz interessant, ist nicht sehr groß. Ist gewachsen, aber nicht dramatisch. Wir sind jetzt so bei Mitte 30 angekommen. Und wenn man sich den Median anguckt, das ist noch erstaunlicher, das ist, wenn man die alle der Größe nach aufreiht und in der Mitte teilt, dann sind 50% aller Staaten kleiner als 7 Millionen Einwohner. Also Berlin würde da auch reinpassen. Ja. Das ist wichtig für mein späteres Argument. Die Größe eines Staates sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, oder dass es, also ein Staat klein ist, sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, dass es instabil ist. Ne? Wir sehen den Prozess der Entkolonialisierung, der nach 1945 weltweit stattgefunden hat. Von den 700 Millionen, die beim Ende des Zweiten Weltkriegs noch in Kolonien lebten, ist niemand übrig geblieben. Das sind alles Staaten, die mehr oder weniger selbstständige Staaten sind, also nach dem Staatsrecht und nach ihrer Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen Anspruch auf gleiche Souveränität haben. Der Begriff wird später nochmal auftauchen. Das Staatsrecht macht keinen Unterschied in der Souveränität eines kleinen Staates oder eines großen Staates. Nationale Souveränität, staatliche Souveränität ist in dieser Hinsicht ein ganz wichtiges Instrument, auch für kleine Länder. Die haben nämlich gegenüber großen Ländern im Prinzip den Anspruch, dass mit ihrer Souveränität nicht gespielt werden darf. Die sind genauso souverän wie die Vereinigten Staaten oder Russland oder auch natürlich China. Was schon uns zu einem weiteren Punkt führt, Staaten sind rechtliche Konstruktionen und sie sind immer Bestandteil eines Staatensystems. Es gibt eigentlich keine, streichen Sie das Wort eigentlich, es gibt keine Monaden. Staaten, die einfach nur alleine da so rumstehen. Die Geschichte des Staatensystems ist immer auch eine Geschichte der Relation zwischen Staaten. Aber nicht nur eines einzigen. Ich komme auf eine der entscheidenden Gründungsphasen 1648 in Münster und Osnabrück noch zurück. Staaten sind demokratisierbar. Was demokratisch ist, darüber kann man streiten. Ob ein bestimmter Staat nun unter Demokratien gezählt werden kann oder nicht. Auch darüber kann man lange reden. Unterschiedliche Politikwissenschaftler machen immer gerne solche Listen und sowas. Das ist ja auch sehr verdienstvoll. Wenn man sich aber unterschiedliche Listen anguckt, dann kriegt man ungefähr ein Gefühl dafür, um was es sich da handelt. Und wir sehen jetzt so fünf verschiedene Ranking-Systeme. Von den 200 Staaten, die es heute gibt, sind doch eine ganz beträchtliche Zahl
von ganz unterschiedlichen, unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten als Demokratien gezählt worden. Ich würde sagen, wenn man sich das anschaut, muss man nicht unbedingt in Verzweiflung verfallen. Es ist vielleicht eine der wenigen Zahlen, bei denen man das nicht unbedingt muss. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass Staaten Bürger haben und nicht einfach nur Angestellte, die sie einfach entlassen können. Und dass diese Bürger einen Anspruch erheben können, ein Bürgerrecht zu haben, dass ihre Regierung sich um sie kümmert und von ihnen mindestens mitbestimmt wird, sodass oligarchische Staaten immer das Problem haben, dass da irgendwo Leute sein könnten, die so etwas wie Mitspracherechte verlangen würden und das dann auch könnten, wenn solange in der Verfassung dieses Staates nicht steht, der Oberste ist ein Herrgott und alles, was der sagt, ist gültig. Das steht in kaum einer Verfassung, vielleicht der katholischen Kirche. Und nicht so dass, und dann noch zu der Frage zurück, hinter den Nationalstaat, ja, es gibt Flächen, in denen hinter den Nationalstaat zurückgefahren worden ist, die sogenannten Failed States. Und das sind nun allerdings Gegenden, da möchte man nicht wohnen. Also Sie können sich Somalia vorstellen, Sie können sich das eine oder andere mittelamerikanische Land vorstellen, verschiedene, Irak, Libyen, Jemen und so weiter, wo im Wesentlichen durch externe Eingriffe oder durch kriminelle Banden die Staatsstruktur verschwunden ist und dann eine Gewaltherrschaft übernommen hat, in der es kein Recht mehr gibt. Nächster Punkt, wenn man Recht haben will, braucht man einen Staat. Ohne Staat kein Recht, jedenfalls kein modernes, geschriebenes Recht, auf das man sich vor einem Gerichtshof möglicherweise berufen kann. Auch das ist eine ist etwas, was der Verächter des Staates vielleicht überlegen sollte. Nicht wahr? Menschen auf dem Territorium eines Failed States sind der Willkür anderer Staaten und internationaler Verbrecherbanden hilflos ausgeliefert. Und jetzt eine leichte Spitze. Sie wissen den Wert des Nationalstaats zu schätzen, anders als die in gesicherten Nationalstaaten beheimateten Internationalisten. Nicht? Sie werden das unmittelbar verstehen, wenn Sie an die Lage in Palästina denken, wo die Palästinenser nichts so sehnlich wünschen, wie über einen eigenen Staat, einen souveränen Staat zu verfügen. Und wo ihnen dies mit genau derselben Entschlossenheit abgesprochen wird, von einer Regierung, die ein Volk vertritt, das weltweit seit dem Zionismus gelernt hat und seit den Verfolgungen gelernt hat, dass es wichtig ist, einen Nationalstaat zu haben, in dem man zurückgehen kann und in dem man ein Geborener oder eben jedenfalls ein rechtlicher Bürger ist. Und dieser Streit darüber, wo die Grenzen zwischen diesen beiden Staaten zu ziehen sind und wie das Verhältnis zwischen den beiden aussehen muss und wer ein Recht auf einen souveränen Staat hat und wer kein Recht hat, ist typisch für Konflikte, die sich an den Rändern von Staaten in Staatensystemen ständig abspielen. Ja? Aber dabei geht es um die progressive, wenn man so will, demokratisierbare Funktion eines Nationalstaats und den Kampf darum, diesen zu behalten, auch gegen Widerstände oder zu erringen, auch gegen Widerstände. Ja, es gibt gar nicht wenige gescheiterte Staaten, aber wie gesagt, man zählt in diesen Zählungen ungefähr 10% der in den Vereinten Nationen organisierten Staaten als solche, die ihre Funktionen, ihre elementaren Funktionen der Sicherung von Recht und Ordnung nicht mehr erfüllen können. So, ich muss jetzt... kämpfen.
Jetzt möchte ich ein paar begriffliche Dinge klären, die also für die weitere Diskussion wichtig sind. Das hört sich etwas akademisch und formell an, aber und formalistisch an, aber Sie werden sehr schnell sehen, dass das sehr wichtig ist als Instrument, um zu verstehen, was eigentlich in der Welt vorgeht. Nicht wahr? Staaten sind Organisationen. Das heißt, sie sind kategorial abgegrenzt. Sie sind entweder Holländer oder Deutscher. Und da gibt es eine Grenze dazwischen. Ja, ich komme aus dem Rheinland, das weiß man da. Gleichzeitig, also die haben Bevölkerungen, die territorial niedergelassen sind. Man weiß aber, dass diese kategorische Unterscheidung in der Wirklichkeit aufgezwungen ist. Wenn Sie bestimmte Gegenden am Niederrhein besuchen, da wissen Sie nicht ganz genau, wie sprechen die jetzt eigentlich? Holländisch oder Deutsch oder Holländisch mit deutschem Akzent oder umgekehrt. Und die über die Grenze hinweg, die Bevölkerungen sind mit fließenden, das sind menschliche Interaktions- und Identifikationszusammenhänge mit fließenden Übergängen. Da ist nicht immer ganz so klar, was bin ich jetzt eigentlich, Russe oder Ukrainer? Aber in den Staatenbildungsprozessen entwickeln sich dann Identitäten, die auch mit Konflikten und historischen Konflikten zu tun haben. Und irgendwann akzeptieren Menschen auch diese kategorialen Unterscheidungen, sodass heute ein Holländer in einem Land, das von Deutschen zweimal überfallen worden ist, in der Regel nicht das Gefühl hat, ja, heute bin ich ja Deutscher, sondern die sind schon der Ansicht, sie sind ganz glücklich, dass sie damals nicht völlig unter die Räder gekommen sind und möchten sich da auch daran erinnern. Woraus man entnehmen kann, dass die Entstehung von nationalen Identitäten in Interaktion mit Staaten stattfindet und in ganz komplizierten Feldern stattfindet, in denen es auch sehr stark auf, und das würde ich jetzt mal auch auf der Linken sagen, in denen es sehr stark von verantwortlicher Staatskunst abhängt, ob dieser Unterschied zwischen kategorialer Unterscheidung und fließenden Übergängen halbwegs friedlich gemeistert und gelebt werden kann. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, und das, also um zu zeigen, welche Probleme da auftreten, mein Lieblingsbeispiel ist Südtirol. Nicht? Südtirol war immer in den immer irgendwie umstritten. Ist das jetzt Österreich bzw. Deutschland? Ist das Italien? Ja? Es lebt da in Südtirol, gibt es so ein Tal, da wohnen die sogenannten Ladiner. Das hört sich ja wie Latein an, die sprechen auch eine eigene Sprache, aber die haben sich immer für Deutsche gehalten. Und die umlebenden Italiener, die haben die für, die wollten denen mitteilen, dass sie eigentlich Italiener sind. Und so haben sich über Jahre und Jahrhunderte Konflikte abgespielt, die dann später in der unverantwortlichen Politik von Mussolini und Hitler, wie hätte sie verantwortlich sein können, dazu geführt hat, dass man sich darauf geeinigt hat, dass die Südtiroler aus Südtirol abziehen, also südlich des Brenner abziehen und irgendwo in Russland, nachdem wir da den Krieg gewonnen haben würden, sozusagen irgendwelche neuen Siedlungen gründen sollten. Ja. Alle solche eigenartigen Dinge passieren in diesen Spannungsfeldern. Und dann kommt eben nach dem Krieg, kommt dieser man kann schon sagen, geniale Politiker namens Bruno Kreisky aus der Emigration zurück, wird noch unter der konservativen Regierung Staatssekretär im Außenministerium und handelt den Südtirol-Pakt aus, der bis heute besteht. Eine Regelung, wonach der Alto Adige, die obere Edge, einen Sonderstatus innerhalb des italienischen Staatsgebiets bekommt. So zentralistisch, wie Italien eigentlich regiert ist, und trotzdem wird das konzidiert mit einem Sonderstatut, wobei die italienische Regierung unter De Gasperi dann zugestimmt hat, dass die Südtiroler, wenn sie sich zu stark bedrückt fühlen von Rom, Österreich als Schutzmacht anrufen können. Das ist nie passiert so. Und das Land ist wunderbar zusammengewachsen. Die Unterschiede, die ethnischen Unterschiede zwischen Italienern und Österreichern bestehen noch. Aber die Küche ist dann sozusagen zur Mischung
von Pastor und Knödeln geworden und ich kann sie sehr empfehlen. Ich kann sie sehr empfehlen. Also das ist eine glückliche Lösung solcher Probleme. Und da wird die Vielfalt der menschlichen Vergesellschaftung gegenüber der kategorialen organisatorischen Struktur des Staatensystems auf sehr produktive Weise in dieses System eingebaut. Und alte Konflikte, noch in den 50er Jahren, hatten die Südtiroler, oder die Rechten, die hat die Südtiroler Rechte Angst gehabt, dass das Statut nicht halten würde. Und da begannen terroristische Aktivitäten, die dann aber durch gemeinsame österreichisch-italienische Maßnahmen beendet wurden. Nicht? Also die zweite Linie hier sagt dann auch, wenn wir über Nationalstaaten sprechen, dann können wir durchaus mit einer Situation rechnen, in der Staaten mehrere sich selber als Völker identifizierende Nationen umgreifen. Dann handelt es sich eigentlich technisch gesprochen um einen Multinationalstaat. Wenn wir jetzt nachgucken, dann sind eigentlich sehr viele Nationalstaaten im Prinzip Multinationalstaaten und müssen dann mit etwas fertig werden, was man die organisieren Gesellschaften als politische Einheiten, aber es gibt unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, niedergelassen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche historische Erfahrungen. Und die Frage stellt sich dann, wie kommen Regierungen damit eigentlich zurecht? Da gibt es ein weites Spektrum, nicht wahr? Wie man aus der, in dem Management of Diversity, können Sie sagen, was da erforderlich ist, Staaten schafft oder auch nicht schafft. Frankreich ist ein Beispiel dafür, wie im 19. Jahrhundert der relativ kleine Teil, 20% der Bevölkerung des Landes sprach also das richtige Französisch um die Ile-de-France herum, und dann wurde das den anderen beigebracht und auf sehr handfeste Weise. Wenn sie falschen Akzent gesprochen haben in der Schule, haben sie gleich eine Ohrfeige gekriegt. Und auf diese Weise wurde das Land dann homogenisiert. Ja. Aber es gibt auch andere Lösungen, föderale Lösungen, in denen man also Autonomierechte zugesteht. Und wir möchten hoffen, dass über die Jahre sozusagen der Weg von der Ohrfeige zum Autonomiestatut sozusagen ein fortschrittlicher Weg gewesen ist, der häufig stattgefunden hat. Aber dann, wie ich in dem Buch über Globalismus gezeigt habe, kann es durchaus auch sein, dass die Institutionen, die man schafft, für eine föderale Organisation am Ende dazu führen, dass diese in Besitz genommen werden, wie in Katalonien oder in Schottland, von nicht nur föderal orientierten Gruppen, sondern von politischen Bewegungen, die auf Eigenständigkeit, auf Autonomie, auf eigene Souveränität drängen. Und dann entstehen Sezessionismus-Konflikte. Diese können sogar angereichert werden, wenn, also die Schotten würden dann einfach Schotten. Aber wenn zwei Länder nebeneinander liegen und die Südtiroler jetzt unbedingt Österreicher oder die Österreicher unbedingt Deutsche, das hat es ja auch schon gegeben, werden wollen, dann kommt man in eine Situation, die kann man Irredentismus nennen, die brechen dann weg und wollen übertreten zu den anderen. Und das ist dann hochgefährlich. Ne? Hochgefährlich. Ich will ein bisschen dazu sagen, wie in einem zivilisierten Staatensystem solche Probleme manchmal gelöst werden können, hoffentlich. Also nicht in dem Prozess der Nationenbildung, da sind Staaten immer beteiligt. Und wenn Menschen eine Weile in einem Staat zusammenleben, dann wird das auch die Ursache gemeinsamer Erfahrungen, gemeinsamer Identitäten und gemeinsamer Weltbilder. Man muss sich davon lösen, dass alle Menschen dieselben Vorstellungen von der Welt haben. Ohne dass diese Vorstellungen nicht kollektiv sind, sondern nur individuell variieren. Nein, wenn Sie ein bisschen in der Welt herumkommen, dann werden Sie sehen, man macht die Dinge in Afghanistan anders als in China und in der Schweiz anders als in Deutschland und manchmal in der Schweiz in dem einen Kanton anders als in dem anderen. Und das sind Traditionen,
im linken Denken gibt es die gar nicht, aber in der Wirklichkeit sind die ungeheuer mächtig und ungeheuer wichtig. Und die Politik muss lernen, damit umzugehen, denn sonst, wenn sie das nicht lernen, gibt es Blutvergießen überall. Ich kann nur an die frühe Sowjetunion erinnern, wo Lenin der Ansicht war, dass die Völker des Vielvölkerstaates Russland oder des Imperiums, des russischen Imperiums, das Recht haben sollten zu entscheiden, ob sie einen eigenen Staat gründen wollen oder nicht. Das jederzeitige Sezessionsrecht der Völker der Sowjetunion war für ihn auch nicht besonders schwierig zu denken, weil er ja eh die Vorstellung hatte, dass die Welt in Sowjetrepubliken organisiert werden würde. Und ob die jetzt also zur Union der sozialistischen Sowjetrepubliken da gehörten, nach Moskau, oder ob die nach, was weiß ich, Berlin oder sonst, war nicht so wichtig. Ja. Sodass die ursprüngliche Minoritätenpolitik der Sowjetunion war ungeheuer sezessionsfreundlich. Ja. Wenn aber diese Sezession jetzt stattfindet in einem Bürgerkrieg und dann dem Gegner eines auswärtigen Unterstützern eines inwärtigen Bürgerkriegs zugute käme, kann eine solche Politik nicht durchgehalten werden. Und dann ist die Freiheit der Sezession, sprich dann gegen die Sicherheit des Staates, der da verlassen wird. Nicht? Ich will dazu dann nachher noch ein bisschen was sagen. Prinzip kann man sagen, wo Staaten an die Grenzen der Integrierbarkeit niedergelassener gesellschaftlicher Unterschiede, also territorial definierter gesellschaftlicher Unterschiede stoßen, wandert interne Vielfalt in das Staatensystem aus. Das haben wir gesehen in der Verdoppelung der Anzahl der Staaten. Nicht? Die Jugoslawien bestand aus, war ein Staat bevor dem Ende. Und dann waren es mehr. Dann stellt sich immer die Frage, hat da von außen jemand mitgeholfen, Serbien oder sonst wen zu schwächen? Oder war das eine freie Entscheidung der Bevölkerungen, die nicht mehr miteinander im selben Staat leben wollten, weil sie das Gefühl hatten, dieser Staat vertritt sie nicht? Ja? Oder weil sie glaubten, dass sie Probleme haben, die nur sie lösen konnten? Also da, um jetzt das abzuschließen, die entscheidenden Begriffe sind Vielfalt, Integrierbarkeit, man kann sagen Integration und Differenzierung. Ja. Jetzt kann man Staaten und Staatensysteme vergleichen, ich will das nicht so lange machen, aber man kann ja sehen, die Logiken sind irgendwie gar nicht so anders. Nicht? Horizontal können Staaten in viele kleine oder wenige große Untereinheiten geteilt sein und diese Unteraufteilung kann symmetrisch oder asymmetrisch sein. Nicht? Ein großer und viele, viele kleine oder alle sehen ungefähr gleich aus. Staatensysteme ist ganz ähnlich. Und der Unterschied zwischen einem Staatensystem und Staaten in dieser Dimension ist einfach nur, dass es hier einen Souverän gibt und hier gibt es mehrere. Aber Sie wissen schon, an den Grenzen zwischen sozusagen Föderalismus und Autonomie und Souveränität, diese Grenzen sind verschiebbar. Also die Schweizer Kantone sind in so vielen Sachen autonom, dass man tendenziell sogar die Frage stellen kann, sind die eigentlich noch Teil eines gemeinsamen Landes? Sprechen ja auch anders, haben andere Steuern, andere Gesetze und so weiter und so weiter. Und dann vertikal sind die Nicht-Staaten entweder zentralistisch oder föderalistisch, oder Staatensysteme sind entweder imperial oder sie folgen dem Prinzip der gleichen Souveränität. Imperien gibt es eigentlich in der Welt der Vereinten Nationen nicht. Gleiche Souveränität heißt, der Große und der Kleine haben das genau dasselbe Recht in der Vollversammlung der Vereinten Nationen, aber wir wissen, dass die ganz Großen dann natürlich einen Sicherheitsmechanismus eingezogen haben, den Weltsicherheitsrat, nicht mit dem Veto. So, also, und jetzt will ich erst noch mal einen Schluck Wasser trinken.
ein paar Probleme eingehen, eher stichwortartig diese Liste abarbeiten und dann sind wir bereit für Fragen und so weiter. Ich lasse die Liste jetzt da stehen. Nicht wir zurück auf die letzte Tabelle, die ich gezeigt habe. Integration und Differenzierung, Monismus, alles eins, Föderalismus aufgegliedert, Separatismus, Aufgliederung in Staaten. Und das, der Text hier ist einfach die Internalisierung oder die Externalisierung von Vielfalt. Ja? Entweder wird Vielfalt von einer Einheit umgriffen oder sie wird aufgeteilt in unterschiedliche Einheiten. Das kann man auch im Begriff der Komplexität beschreiben. Wird Komplexität sozusagen integriert oder zerlegt in unterschiedliche Einheiten? Und das ist eine Entscheidung, die ist schon wichtig. Wir werden darauf zurückkommen im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Wie kann eigentlich in Europa die Vielfalt der Länder, der Erfahrungen, der Interessen und so weiter am besten regiert werden? Durch Zerlegung oder durch Integration, durch einen monistischen Staat, einen föderalen oder durch verteilte Souveränität. Jetzt aber wichtig, zweitens, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass, wie ich da geschrieben habe, Kleinsein nicht schlimm ist. Macht nichts, im Gegenteil, man muss nicht groß sein. Wenn man jetzt so Statistiken macht, die kann man natürlich aufsetzen, und interpretieren, wie man will, dann ist aber doch immer so, wenn man als Variable die Größe eines Staates einführt und dann schätzt, sagen wir mal, den Sozialstaatscharakter, die Friedlichkeit, das und das, dann stellt man immer wieder fest, die Kleinen sind in der Tendenz in solchen Dingen erfolgreicher als die Großen. Das hat nun eine Reihe von Ursachen. Die linke Menschen erschrecken, wenn man sagt, soziale Homogenität macht Politik um vieles leichter. Das ist aber so. Man kann sich da dann leichter auf einen Traditionsbestand verständigen, innerhalb dessen man Politik machen kann. Zum Beispiel, selbst wenn Sie jetzt Ihr Leben, 10, 15 Jahre Ihres Lebens dem Studium der italienischen Politik widmen würden, dann würde ich vorhersagen, wenn man Sie als Abgeordneten nach Rom schickt, Sie verstehen kein Wort, was die da machen. Selbst wenn sie genauso gut Italienisch sprechen wie die auch. Da gibt es Erfahrungsbasen, in die man erstmal reinwachsen muss. Ja? Kleinsein ist nicht schlimm, groß muss nicht sein. Tendenziell ist es sogar so, das große, also Größe und Heterogenität kovariieren natürlich. Je größer ein Ding ist, umso vielfältiger wird bei ungefähr gleicher Diversitätsverteilung die Bevölkerung dieses Landes sein. Ne? Die großen Länder neigen dazu, diktatorisch zu werden, vor allen Dingen in wirtschaftlichen Krisen. Die Heterogenität einer solchen Staatsgesellschaft oder eines multinationalen Staates, das lässt sich managen, wenn man genügend Ressourcen hat, um die Peripherie irgendwie durch Umverteilung einzukaufen. Wenn das aber nicht mehr geht, muss man Gewalt einsetzen, es sei denn, man ist bereit, Sezession zu tolerieren. Türkei ist ein gutes Beispiel. China ist auch in den letzten Jahren zunehmend diktatorisch geworden. Größe nach Russland brauche ich gar nicht zu erwähnen. Ne? Größe ist sehr oft eine Ursache dafür, dass das Land nicht demokratisch oder halbwegs liberal organisiert werden kann. Für Staaten und Staatensysteme gilt gleichermaßen, sie können zu groß werden. Das ist das Überdehnungsproblem. Eigentlich haben alle Imperien ein Überdehnungsproblem, weil die dazu tendieren, sich so viel an Peripherie einzuverleiben, dass sie vom Zentrum aus nicht mehr richtig regierbar ist. Dann entstehen sozusagen rivalisierende Identitäten an den Peripherien. Die Beteiligten entdecken dann plötzlich,
ich will mal sagen, dass sie zwar jahrhundertelang Russisch gesprochen haben, aber eigentlich sind sie Ukrainer. Und dann teilt sich das auf. Und dann beginnen Maßnahmen der Umerziehung oder der Umidentifikation. Wenn man das Gefühl hat, die Zentrale kümmert sich nicht um uns. Ja? Und die Zentrale würde sagen, das können wir gar nicht. Denn wir haben ja auch noch das und das und das und das und das. Und im Übrigen ist die wirtschaftliche Lage schlecht und die Oligarchen schicken das ganze Geld sowieso nach London. Ne? Und dann kriegt man also diese Art von Konflikten, dass die, es gibt auch den anderen Konflikt, und der darin besteht, dass die reiche Provinz das Gefühl hat, sie wird zu stark besteuert, um die armen Provinzen an der Peripherie innerhalb des Landes oder des Imperiums zu halten. Katalonien ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Die wollen dann einfach nicht dafür zahlen, dass das spanische Königreich dieses ganze Land zusammenhalten kann, indem es die gut verdienenden Teile besteuert und das an die weniger verdienenden weitergibt, damit die zufrieden sind und nicht aus dem Land weglaufen wollen. Ne? Man kann also diese ganzen Konflikte, die kann man durch, die Permutationen, die es da gibt, sind riesig. Da sind ungeheuer viele, viele Möglichkeiten. Ja, Staatensysteme, da stellt sich immer die Frage, inwieweit, imperialistische Staatensysteme sind Staatensysteme, in denen ein Machtgradient besteht. Das heißt, es gibt mächtigere Staaten und weniger mächtige. Ein Zentrum, eine Peripherie. Das Problem in einer solchen Struktur ist immer, wie lange ist das Zentrum bereit, die Peripherie sozusagen friedlich bei der Stange zu halten? Wann übersteigt die Rente aus dem Imperium, die im Zentrum ankommt, die Kosten des Imperiums? Denn Kosten hat es immer. Wenn die Kosten zu hoch werden, wird die Bevölkerung im Zentrum rebellieren. Sie können sich vorstellen, man kann sich das sehr gut vorstellen innerhalb der Europäischen Union, indem es das Zentrum Deutschland-Frankreich gibt, heute eher Deutschland, und dann die Frage immer kommt, ja, wie lange sollen wir denn eigentlich noch sozusagen für den Zusammenhalt Europas durch den Euro oder durch die Strukturfonds bezahlen, und wir sehen gar nicht, dass sich das ändert. Wer hat denn was davon? Und dann kann man auch von der Analyse her sagen, man kann dann gucken, es gibt Bevölkerungsteile im Zentrum, die vom Imperium profitieren, meinetwegen die Exportindustrie, und es gibt Bevölkerungsteile, die das eben nicht tun und die sich immer mehr die Frage stellen, wenn die Regierung sagt, wir haben Solidarität mit Italien, dann werden die sagen, also nur ist irgendwann mal Schluss und wir wollen das nicht mehr. Und so können Spannungen innerhalb von imperialen Systemen auftreten, innerhalb des Zentrums, über die Frage Zentrum und Peripherie. Gleichzeitig gibt es eine lange Diskussion in der deutschen Staatsrechtslehre vor allem in den 30er Jahren über die Frage, ob es eigentlich, wie eigentlich Frieden zwischen Staaten hergestellt werden kann. Nur imperial, das heißt, ein Staat beherrscht die anderen und sorgt dafür, dass Ruhe herrscht, extrahiert dafür eine Rente aus den Staaten, die er beherrscht, oder gibt es die Möglichkeit einer egalitären Souveränität, eines egalitären Friedens, in der unterschiedliche Staaten miteinander verantwortlich den Frieden gemeinsam schützen. Karl Schmidt, wie einige von Ihnen wissen, war der Theoretiker der sogenannten Großraumordnung. Das hatte er bei den Amerikanern abgeguckt, bei der Monroe-Doktrin im 19. Jahrhundert. Nicht wahr? Präsident Monroe verkündet, kein Staat in der amerikanischen Hemisphäre darf je mit einem Staat, der nicht in dieser Hemisphäre beheimatet ist, ein Bündnis gegen die Vereinigten Staaten abschließen. Ne? Jetzt kann man sich fragen, wieso denn Souveränität? Da muss der doch eigentlich Bündnisse machen können, wie er will. Nein, das hat jedenfalls der Hegemon verkündet.
Und wir wissen, was passiert in Chile. Was sehr deutlich, was passiert, oder in Kuba, wenn sich das auch nur abzeichnet. Ja? Wenn man das jetzt auf andere Weltgegenden überträgt und das Friedensproblem in den Vordergrund stellt, dann wird man die Frage stellen müssen, wie müssen sich eigentlich die kleinen Staaten am Rande eines Großstaats verhalten, um sicherzustellen, dass ihre Souveränität nicht gleichzeitig zur Bedrohung für den anderen Staat wird und dadurch eine imperiale Reaktion auslöst. Ne? Kuba war ein fantastisches Beispiel, das man auch heute nochmal, ich bin ja ein Friedensfreund, wie Sie vielleicht wissen, dass man vielleicht heute nochmal sich vor Augen führen kann. Nicht Fidel Castro war an die Macht gekommen, obwohl der CIA die sogenannte Schweinebucht Invasion angefangen hatte, um also dieses sozialistische Regime am Anfang gleich zu zerstören. Die Schweinebucht-Invasion unter Kennedy im ersten Jahr seiner Amtszeit scheiterte. Kuba war weiter von Castro regiert. Daraufhin fingen die Amerikaner an, Kuba zu boykottieren und versuchen auszuholen. Das ist am Ende dann auch gelungen. Castro wendet sich an die Russen, also an die Sowjetunion, um es genau zu sagen. Die Sowjetunion spielt mit dem Gedanken und fängt an, dort Raketen aufzustellen, um sich und Kuba vor den Vereinigten Staaten zu schützen. Das war die Ausgangssituation der sogenannten Kuba-Krise. Die Amerikaner sehen das und jetzt beginnt das Verhandeln darüber, was eigentlich jetzt passiert. Kennedy wird nachträglich und völlig zu Recht als derjenige gefeiert, der möglicherweise das Leben meiner Generation gerettet hat. Es kam nicht zu einem nuklearen Austausch. Wozu es kam, war etwas, was eigentlich nur die Historiker hinterher schrittweise rekonstruieren konnten. Khrushchev und Kennedy waren klug genug zu sehen, dass die Sowjetunion diese Raketen jetzt nicht einfach zurückziehen konnte. Es wurde ein Deal gemacht, eine Verhandlung, die man ja angeblich, wie wir jetzt in Zeitungen immer lesen, ja nicht machen darf. Die Verhandlung war aber geheim und die ging um folgende Frage: Was mit den Mittelstreckenraketen passiert, die Amerika in der Türkei ein halbes Jahr vorher aufgestellt hatte, die Sowjetunion bedrohten? Die waren nie offiziell Gegenstand der Verhandlungen. Aber zwischen Khrushchev und Kennedy wurde abgemacht, dass ein halbes Jahr nachdem die russischen Raketen aus Kuba verschwunden sind, ein halbes Jahr danach klamm und heimlich die amerikanischen Raketen aus der Türkei verschwinden würden. Die Jupiter hießen die. Die Sowjets waren klug genug, das nie an die große Glocke zu hängen, weil Kennedy das innenpolitisch geschadet hätte. Aber die Verständigung zwischen den beiden muss so gut gewesen sein, dass man das machen konnte, auch dass er das sie erst ein halbes Jahr später abziehen konnte, in die Hand versprochen, und das auch tatsächlich gemacht hat. Ja. Ich will nur sagen, sozusagen das Ausbalancieren, wie solche Probleme von Sicherheitszonen so gelöst werden können, dass sie nicht in Kriege resultieren, kann man da ansehen. So, jetzt will ich aber Sie nicht weiter, jetzt machen wir aber noch fünf Minuten und dann können wir das noch an einzelnen Fragen, auf Ihre Fragen hin besprechen. Der fünfte Punkt ist einfach der folgende. Wenn man sagt Nationalstaat, dann gibt es eine ganze Menge Leute, die denken, immer nur eine Nation, haben wir jetzt besprochen, nein, es können mehrere sein. Und dann gibt es diese Vorstellung, dass ein solcher Nationalstaat eine Monade ist, keine Beziehung hat zu irgendwas anderem, völlig aus eigenem Recht existiert, völlig, das Wort kommt mir jetzt nicht, jemand, der nicht kommunizieren kann. Ja, ja, eine autistische Existenz. Ja. Die Entstehung des modernen Nationalstaats in dem Westfälischen Frieden von 1648 nach dem 30-jährigen Krieg sagt etwas ganz anderes.
es wird ein gemeinsames Verständnis dessen entwickelt, was eigentlich ein Staat ist. Das Oberziel war, die Religionskriege zu beenden. Die Religionskriege wurden beendet, indem sich dieses Staatensystem auf einen Grundsatz einigte, den wir heute nicht mehr verstehen wollen und können. Curius regio, eius religio. Derjenige, der regiert, bestimmt die Religion. Ja, wenn Sie dann Pech hatten und Sie waren in Köln, dann mussten Sie katholisch werden. Ja. Das endete aber die Religionskriege. Gleichzeitig war es etwas, was unter den Staaten verstanden war. Es gab auch ein Reichskammergericht, wo man sich beklagen konnte, wenn der andere nicht ordentlich machte. Und der Kaiser hatte im Prinzip wenig zu sagen. Der saß in Wien, aber das war nicht. Das alte Reich war ein egalitäres Reich mit gleich verteilter Souveränität und hat eine Reihe von Jahren den Frieden bewahren können. Ja. Was ich sagen will, ist, also in der amerikanischen Diskussion spricht man immer vom Westphalian State. Als Westfale habe ich immer gedacht, das bezog sich irgendwie auf das Land Westfalen. Nein, the Westphalian Peace war der Westfälische Friede. Und damals wurde diese Art von Staat erfunden, der unmittelbar in ein Staatensystem eingebaut war, das dann in den Vereinten Nationen, in der Charta der Vereinten Nationen, so beschrieben worden ist: gleiche Verantwortung für Frieden. Was in der gegenwärtigen Diskussion über den Ukraine-Konflikt sozusagen völlig vergessen wird, ist, dass die UNO-Charta nicht nur ein Recht auf Verteidigung einräumt. Das wäre ja im Grunde genommen die solipsistische Situation. Jemand tut mir was, ich kann. Nein, sondern dass er gleichzeitig eine Verpflichtung aller Staaten beinhaltet, schon im Vorfeld eines sich abzeichnenden Konflikts darüber gemeinsam nachzudenken, was man tun kann, um diesen Konflikt zu vermeiden. Es ist eine Friedensregelung und keine Kriegsregelung. Es ist eine Charta, die die Staaten in Verantwortung nimmt, um Frieden herzustellen. Anders kann ein Staatensystem nicht funktionieren. Ja? Und das bedeutet zum Beispiel, dass ein Wunsch nach Verhandlungen vor einem Krieg sozusagen selbstverständlich nicht abgelehnt werden kann. Wenn also jemand sagt, ich möchte gerne wissen, was zum Teufel macht ihr da eigentlich an meiner Ostgrenze oder meiner Westgrenze oder sonst wo, und sagt mal, wohin soll das denn führen, dann muss das beantwortet werden. Jedenfalls ist das die Verpflichtung, die sich aus dem Begriff des Nationalstaats als Bestandteil eines Staatensystems gleicher Souveränität ergibt. Ja. So, und jetzt will ich noch eine weitere Facette: Großstaaterei und Kleinstaaterei. Es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass kleine Staaten nicht nur ein bisschen sozialer, nicht nur ein bisschen wirtschaftlich prosperierender sind. Das kann ein Skandinavien-Effekt sein. Aber es gibt sicherlich Anzeichen dafür, dass kleine Staaten weniger, was wir in der Politikwissenschaft, weniger Veto-Punkte haben. Je größer, umso mehr Möglichkeiten, neue Entwicklungen zu blockieren. Je kleiner, umso leichter das kreative Lernen und Erfinden von neuen Dingen. Nicht nur das, das muss dann nicht notwendig in diesem einen Staat sozusagen isoliert bleiben. Staaten gucken sich gegenseitig an, die lernen voneinander, sodass es horizontale Ansteckungsprozesse geben kann. Wir haben die selber beobachtet. Wenn Sie sie beobachtet haben, in Skandinavien, die großen Städte haben irgendwann vor 20 Jahren angefangen zu sagen, wir wollen hier CO2-neutral werden. Und dann haben die das einfach gemacht. Die haben nicht auf Paris gewartet, die haben da einfach dran gearbeitet. Und das waren Dinge, die haben sich dann, selbst in Köln, mit der langsamsten Verwaltung der Welt, ich wohne da, selbst in Köln haben die irgendwann gesehen, ja guck mal, wenn das die in Stockholm können oder in Kopenhagen, dann können wir das doch auch. Ja, jedenfalls, ob sie es können, weiß man nicht, aber jetzt wollen sie es jedenfalls. Ne? Und diese Art des Lernens voneinander, die amerikanische Verfassungstheorie hat den Föderalismus der Vereinigten Staaten als Laboratories of Democracy beschrieben. Ja, jedes Land kann an Problemen, jeder Staat
kann an Problemen arbeiten, die spezifisch für ihn sind, mit Lösungen, die dann von anderen übernommen werden können, weil sie da getestet worden sind. Ja. So, das ist jetzt, ich will Sie jetzt nicht überfordern, aber der letzte Satz in dem hier ist ungefähr der, dass für mich, der ich ja nicht als Freund der Europäischen Union bekannt bin, sozusagen die imperiale Struktur dieses Gebildes, Deutschland, Frankreich oder Deutschland alleine als Regierungszentrum und die hierarchische Dimension etwas sind, was erstens nicht durchhaltbar ist und zweitens auch undemokratisch und dass die Alternative zu der Karl-Schmidtschen Vorstellung, dass es ein Zentrum geben muss, das die Peripherie regiert, ein deutscher Historiker namens Otto Hinze in den 30er Jahren entwickelt hat, dass die Alternative dazu gleichberechtigte freiwillige Kooperation zwischen souveränen Staaten ist und auch sein kann. Das würde heutzutage in moderner Sprache auf eine Netzwerkstruktur der Problemlösung hinauslaufen, die, wenn Sie nach Brüssel kommen und sagen da irgendwo in einem beim Mittagessen mit irgendwelchen Brüsseler Bürokraten, wir könnten doch ein Europa à la carte haben. Ja, die essen gerne à la carte, aber wenn sie Europa à la carte hören, dann bleibt ihnen der Bissen im Hals stecken. Das ist sozusagen der Feind. Oder man kann das auch nennen Europa der variablen Geometrie. Sagen wir Holland, Deutschland, Schweiz und Italien wollen eine Eisenbahnlinie bauen. Wozu brauchen die Brüsseler? Die vier können sich zusammentun und dann machen die das. Und zwar besser, als wenn das Frau von der Leyen machen müsste. Und so könnte man sich dieses vorstellen als ein Muster, ein Netzwerk von freiwilligen Kooperationsbeziehungen. Mein Argument ist, wenn wir Glück haben, kommen wir genau dahin, weil dieses zentralistische System längst zerfallen ist an seiner eigenen Heterogenität. Beispiel, die Briten sind raus, die im Süden leiden die Mittelmeerländer unter dem Euro, im Osten leiden die Ostländer unter dem kulturimperialistischen Versuch, ihnen den westlichen Lebensstil beizubringen. Und im Norden sind die Skandinavier der Ansicht, dass sie eh alles besser können. Ja? Und wenn man sich das so anguckt, dann kann man schon sagen, sehr lange, das bröckelt schon überall, aber der Ersatz wäre eine Ordnung, eine internationale Ordnung gleicher Souveränität auf kooperativer Basis aufbauend. Ich mache jetzt Schluss und dann können wir Fragen im Einzelnen beantworten. Schönen Dank. Gut, ich mache hier raus das Saalmikro. Wer eine Frage hat, bitte einfach mit Handzeichen. Okay, gleich hier vorne. Das ist bequem. Ja, Herr Strick, eine Frage. Das ist Lob des kleineren Staates, das kann man vollkommen nachvollziehen, logischerweise. Der Schweiz geht es ja nicht erkennbar schlechter als Baden-Württemberg. Und trotzdem ist es ja so, wie Sie selbst sagen, es gibt halt trotzdem eine Reihe von großen Staaten und wir sehen jetzt, dass ein kleiner Staat an der Grenze eines großen Staates, Ukraine, Russland, die Ukraine möchte in die EU, so wie die Balten in die EU wollten, wegen des großen Staates nebendran, vor dem sie Angst haben und sie wollten in die NATO und sie kamen in die NATO. Also insofern in einer Welt, in der es eben auch große Staaten gibt, wo auch ein Kuba dann vor Angst vor den USA haben muss, ist es da nicht dann doch so, dass eine Großstruktur ein Mechanismus sein kann, den sich auch kleinere Staaten wünschen, damit sie eben dem großen bösen Nachbarn oder als böse angesehenen Nachbarn nicht ausgesetzt sind? Naja, es gibt ja diese Weltregierung nicht. Also wenn man jetzt sagen würde, natürlich, wenn man jetzt da oben eine Stelle hätte, die sagen würde, also das dürfte jetzt nicht Russen, ja, und die, nein, das sind ja alles Fragen einer Ordnung, die sich im Prinzip horizontal und territorial einspielen muss. Und da gilt dann schon, also das finnische Beispiel zum Beispiel, ja, die Finnen haben, solange es die Sowjetunion gab, sehr bewusst eine Politik betrieben, die sie auf der einen Seite in die westliche demokratische Welt integriert hat, auf der anderen Seite alles vermieden hat, um Erinnerungen an den Winterkrieg und an das Bündnis mit Deutschland
gegen Russland und so weiter aufkommen zu lassen. Ja? Und das haben sie, das ist sehr lange gut gelungen, hat man dann auch als sogenannte Finnlandisierung beschrieben. Etwas abfällig bei uns, weil man bei uns immer gedacht hat, die sollten doch lieber zur NATO kommen, und dann haben die gedacht, nee, also lieber nicht. Ne? Jetzt diese Ukraine-Frage hat eine sehr lange Vorgeschichte. Das bin ich sicher, die ist nicht ganz unbekannt. Nicht, die zieht sich im Grunde genommen über 30 Jahre hin, seit dem Ende der Sowjetunion. Und da hat sich immer die Frage gestellt, ist auch von Russland immer wieder gestellt worden, was wird eigentlich mit unserer Sicherheit als Land? Daraus hat sich die Frage ergeben, ob eine befreite Ukraine, eine autonome Ukraine in die NATO eintreten sollte und kann oder nicht. Gibt es noch eine weitere Frage, ob wir das ermuntern sollen. Jetzt hat jeder gewusst, die Krim gehört jetzt zur Ukraine. In einer komischen Situation ist die da zugekommen durch das Zentralkomitee der KPDSU. Und auf der Krim gibt es einen Hafen, der heißt Sebastopol. Da ist die russische Schwarzmeerflotte unterwegs. Die Frage war ja dann sofort, kann die russische Schwarzmeerflotte sozusagen in einem Land sein, das der NATO angehört? Schwer möglich. Ja. Sie haben das Problem, Sie haben einen kleinen, schwachen Staat, ja, der in der Tat dann einem großen Staat gegenüber kein entsprechendes Wesenpotenzial hat. Und dann ist es aus Sicht der Ukrainer nachvollziehbar, dass man sich eben diese... Nein, das würde ich sagen, das ist nicht nachvollziehbar. Die politische, praktische Vernunft hätte auf allen Seiten hinauslaufen können auf eine Regelung, die es der Ukraine ermöglicht hätte, friedlich zu einem westeuropäischen Land zu werden, ohne sich in die Verpflichtung zu begeben, dort amerikanische Raketen aufstellen zu lassen. Und das ergibt sich aus dem Prinzip sozusagen der Friedensordnung, die der Kriegsordnung vorausgeht. Die Friedensordnung muss alle aufrufen, rechtzeitig, bevor ein solcher Fall eintritt, sich Lösungen auszudenken, die diesen Fall nicht eintreten lassen. Und die sozusagen, wie soll man sagen, aporetische Formulierung, also wenn Sie unseren Berichterstattern zuhören, dann werden die sagen, die Ukraine muss jedes Recht haben, der NATO beizutreten. Ja? Da sage ich nein, denn die NATO muss das Recht haben, einen Aufnahmeantrag abzulehnen. Denn sehr aus guten Gründen sieht der NATO-Vertrag vor, dass die Aufnahme einstimmig erfolgen muss und dass die Aufnahme nicht durch Selbstaufnahme stattfindet. Georgien kann nicht sagen, ab morgen wollen wir in der NATO sein, sondern dann kommt auf die NATO die Verantwortung zu sagen, was ist denn die Folge, wenn Georgien in der NATO ist. Und dann wird die NATO die Frage beantworten müssen, was eigentlich die NATO-Mitgliedschaft von Georgien bedeuten soll in der Praxis. Und da gibt es ja dann die lange Diskussion darüber, ob, also in Amerika geführt, ob die NATO Unterschiede machen soll zwischen unterschiedlichen Graden der NATO-Mitgliedschaft. Das ist seit 1995 immer abgelehnt worden. Da war die Antwort immer, sozusagen, sobald ein Land in der NATO ist, ist es in der NATO, ist es in der NATO. Da können wir dann mit diesem Land zusammen jede beliebige militärische Infrastruktur aufbauen. Ja? Und da sage ich, sozusagen, das ist im Grunde eine Politik, die den fragilen Anforderungen der Friedenserhaltung unter souveränen Staaten nicht gerecht wird. Ja? Und da sage ich noch dazu, sozusagen, in diesem System sind Unfälle nicht ausgeschlossen. Also dass das wirklich mal passiert. Nur in dem Fall muss man dann gucken, sozusagen, wer war alles an dem Unfall beteiligt und wer hat an welchen Stellen sich einfach zu starr gestellt. Das kann man ja alle angucken. Ja. Irgendwann werden die Historiker das mal im Einzelnen aufdröseln. Aber wie gesagt, ich sage, wenn Sie eine nicht-imperialistische Lösung haben wollen, ja,
Das heißt auf Deutsch, wenn Sie wollen, dass die Ukraine, das Georgien, das Kasachstan und so weiter unabhängige Nationen werden, die nicht von Moskau aus regiert werden, dann muss dafür eine Voraussetzung geschaffen werden, damit Moskau damit leben kann. Dieselbe Voraussetzung, die sozusagen Russland schaffen musste, bei seiner Unterstützung von Kuba, obwohl sie zu schwach waren, um die wirtschaftlich am Leben zu halten. So, das ist meine Antwort. Reinhard Hildebrand, wir sind jetzt schon bei der Ukraine. Es kam noch was anderes hinzu bei der Ukraine. Die Kiewer Machtelite war nicht bereit, in dem Vielvölkerstaat Ukraine den Russen den russischen Anteil der Bevölkerung zu akzeptieren als gleichwertig. Und das ist ein wesentlicher Grund für den gesamten und Kalten Krieg, der vom Westen überhaupt nicht aufgearbeitet wird. Für mich ist das unfassbar. Ja, ich will sagen, das ist nicht ungewöhnlich, nicht? Bei diesen sozusagen nationalistischen Radikalisierungsprozessen. Sozusagen tritt dann, wenn der sich wirklich richtig nach vorne entwickelt, ein Augenblick ein, in dem er einfach leugnet, dass es da fließende Übergänge gibt. Im Sinne eines monistisch-zentralistischen Staatsaufbaus. Das kann man zum Teil auch dadurch rechtfertigen, dass die dann denken, oh, wenn wir denen irgendwelche Konzessionen machen, hinsichtlich von Autonomie, dann beginnt der Irredentismus. Dann schlagen die sich auf die Seite der Russen. Dann haben wir den Feind im eigenen Lande. Das kennt man von ganz verschiedenen solchen, wie wir Amerikaner sagen, Nation-Building-Prozessen. Da würde ich sagen, die Außenämter und die sind voll von Leuten, die das wissen. Und das kann man vorher ins Auge fassen. Ich will Ihnen ein für mich sehr interessantes Leseerlebnis nicht vorenthalten. Es gibt eine amerikanische Historikerin namens E.M. Sarod. E.M., die sagt nie, wie sie wirklich mit Vornamen heißt, aber E.M. Sarod, wie die Schokolade und nur mit einem E am Schluss. Ja? Die ist so Establishment, wie man nur sein kann, in der amerikanischen Geschichtswissenschaft. Die hatte Zugang zu allen Dokumenten des Weißen Hauses ab dem Beginn der neuen Weltordnung, also George Herbert Walker Bush 1990, bis zum Amtsantritt Putins, Ende der 90er Jahre. Wozu die vor allen Dingen Zugang hatte, waren die Transkriptionen der Telefongespräche, die Clinton in seiner Zeit mit Jelzin, Kohl, Mitterrand und so weiter geführt hat. Hochinteressant. Unser Helmut Kohl, von dem wir immer gedacht haben, der ist irgendwie nicht so ganz bei Trost, ja, der spricht mit einer erstaunlichen Klarheit. Sagt er dem Clinton, also ich verstehe ja, dass Polen und das Baltikum in die NATO müssen. Ja, ich verstehe auch, dass sie nicht durchsetzen können, dass es da ein Sonderstatut geben soll, weil die haben zum Beispiel alle die Minderheiten in den amerikanischen Mittel- und Westen, die Wahlen entscheiden können. Aber eins will ich Ihnen sagen, lassen Sie die Finger von der Ukraine. Das ist die rote Linie. Sag cool. Ja? Das war damals völlig klar unter den Leuten, die da diese Entscheidungen getroffen haben. Ja? Kohl hat auch nicht gesagt, ihr habt damals dem Gorbatschow versprochen, dass selbst in Ostdeutschland, das sind alles Kleinigkeiten. Ja? Aber bei Ukraine hat er gesagt, da lass die Finger von. Und Clinton hat dann gesagt, ja, das ist toll, dass Sie mir das so deutlich sagen. Ja, der ist aber dann im Jahr 2000, also konnte nicht wieder kandidieren, dann kam der zweite Bush und der legt ein ganz anderes Tempo vor. Kohl hat ja diese ganzen Fragen, wenn ich das noch dazu sagen soll, Kohl hat diese ganzen Fragen ja diskutiert vor dem Hintergrund von 4 oder 5 interkontinentalen Vereinbarungen zwischen der Sowjetunion und Amerika, die noch in Kraft waren, die auch die amerikanischen Präsidenten der 90er Jahre alle bestätigt haben,
Rüstungskontrollvereinbarungen, Rüstungsbegrenzungsvereinbarungen und so weiter und so weiter, die aus dem Reaganschen, Krieg der Sterne oder sowas hervorgegangen waren. So, der zweite Bush kündigt die alle. Ja? Mehr noch, im Jahr, als der ausscheidet aus dem Amt, 2008, lag der amerikanische Rüstungsetat in realen Größen bei 150% des höchsten Niveaus, das er unter dem Kalten Krieg gehabt hat. 150%. Ja? Wenn Sie die Kurve angucken, wird Ihnen schwindelig, wie die Rüstungsausgaben da hochschießen im Zusammenhang des War on Terror. Ja? Jetzt ist auch Folgendes dabei gleichzeitig mitzusehen. Die Vereinigten Staaten waren damals überhaupt nicht darauf aus, irgendeine gewaltfreie internationale Ordnung aufzubauen. Die ganzen 30 Jahre seit dem Beginn der sogenannten New World Order, es gab keinen einzigen Tag, an dem die USA nicht in irgendeinen Krieg verwickelt waren. Keinen einzigen Tag. In der amerikanischen Diskussion der Forever War. Ja? Forever War. Ausgeführt mit der entwickelsten Militärtechnologie der Welt. Die Russen hatten damals gar nichts. Wenn Sie die SIPRI-Zahlen angucken, bis Anfang der 2000er Jahre hatten die praktisch keine Rüstungsausgaben und auch kein Geld dafür. Ja? Die Chinesen, die kommen so langsam hoch. Eine der erstaunlichsten geraden Linien in der Sozialgeschichte ist der chinesische Rüstungsetat seit ungefähr 2005. So. Da gibt es überhaupt nichts. Der amerikanische ist noch viel höher. Aber die Chinesen holen auch. Ja. Russen nicht. Der russische Rüstungsetat war zu Beginn dieses Krieges ungefähr 10% höher als der deutsche. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt schummeln die alle und so weiter. Der war vielleicht 20% höher. Aber die haben dann auch gleichzeitig eine riesen Atomwaffe bezahlt. Daraus ergibt sich, dass die konventionellen Streitkräfte den Deutschen unterlegen sein mussten. Kann man sich gar nicht anders vorstellen. In der Tat sieht man es ja. Ja? Dieser komische Aufruf zur Gründung einer europäischen Armee, den Habermas, Koch und so weiter vor 3 Jahren oder so gemacht haben, da steht es auch drin. Warum wollen wir eine europäische Armee? Nicht wegen Russland. Weil, wenn man Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammennimmt, dann ist deren Rüstungsetat 3-mal so hoch wie der russische. 3-mal so hoch wie der russische. Ja? Also diese Verhältnisse, die da irgendwie im Hintergrund alle eine Rolle gespielt haben, die muss man damit einkalkulieren. Und ob es weise war, in dieser Situation, in der die Erbschaft der UdSSR noch geregelt werden musste, und in der man irgendwie diese Länder da rausziehen musste aus dem Herrschaftsanspruch dann Russlands. Das dann so zu machen, dass man diese wahnsinnige Aufrüstungswelle und die Kündigung der Rüstungskontrollvereinbarung und das alles noch verbunden mit einem Dauerkrieg den Leuten vorgesetzt hat, da würde ich sagen, das war in extremem Maße unverantwortlich. Ja? Wenn man wusste, was man da für ein schwieriges Erbe zu bewältigen hatte. Und weil, wie gesagt, wenn man die UN-Charta anguckt, das ist eine Verpflichtung zum Frieden und nicht eine Regelung des Krieges. So, ich bin dran. Ja, vielen Dank erstmal für dieses doch nachvollziehbare Plädoyer für Small is Beautiful. Ich würde jetzt doch aber die These, dass es keine Economies of Scale gäbe bei Staaten, doch nochmal anhand von der größten oder zweitgrößten Ökonomie der Welt, ne, die diese Economies of Scale tatsächlich hinlegt, nämlich China, ist ja auch schon erwähnt worden, da nochmal challengen, ob nicht China mit seiner Entwicklung der letzten 30 Jahre
Bruttoinlandsprodukt, Human Development Index, ein Gegenbeispiel insofern ist. Ne? Also gerade wenn ich denke auch an die digitale Ökonomie, also diesen Pool an 1 Milliarde Menschen, auf der sie so eine Art digitalen Wohlstand aufbauen, ne? Das mit dem Silicon Valley konkurrieren kann, deutet doch schon in die Richtung, dass, ne? Also auch diese Standards setzen, was da mit drin hängt oder so, das kann natürlich so ein Land wie die Schweiz zum Beispiel nicht leisten. Und eine Bemerkung noch, was da so ein bisschen mithalten kann, ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ne? Also das ist ja so ein Regelwerk, das wirklich weltweite Strahlkraft hat. Ist auch jetzt keine deutsche, französische oder Schweizer, sondern eben auch eine europäische Regelung. Da würde mich jetzt interessieren, was Sie dazu sagen. Ja, also China ist natürlich absolut faszinierend. Ich würde sagen, um jetzt auf die Frage einzugehen, wie hängt das eigentlich global zusammen, was da in China passiert ist? Ab 1990 haben die Amerikaner eine bewusste Politik der Integration Chinas in den Weltmarkt betrieben, als sozusagen Pendant zu der eigenen Deindustrialisierung. Man kann sagen, dass sozusagen Walmart wurde in Amerika zum Verteiler von in China produzierten Konsumgütern, wobei die Chinesen einen riesen Exportüberschuss sozusagen anhäuften, den sie in amerikanische Schatzbriefe investierten. Kann man ungefähr so sagen. Und aus diesen dabei gewonnenen Mitteln wurde dann in der Tat sozusagen der technologische Aufschwung und so weiter finanziert. Das ist nicht zu bestreiten. Was aber gleichzeitig der Fall war, dass die Chinesen immer wussten, dass sie das nicht ewig dass das nicht ewig so weitergehen würde. Und dass die Vereinigten Staaten irgendwann nervös werden würden. Es gibt diesen berühmten Spruch von Deng Xiaoping vor dem Nationalen Volkskongress, wo er die alle anguckte und sagte, ich will euch eins raten, wie war das noch, macht euer Ding, redet nicht darüber und habt gute Hoffnung auf die Zukunft oder sowas. Ne? Der wusste ganz genau, dass innerhalb der Welt sozusagen ihr Aufstieg zu schweren strukturellen Spannungen führen würde, die ein Sicherheitsproblem für China bedeuteten, die Weltwährung des Dollar sozusagen in Frage stellten und so weiter und so weiter. Und die hatten auch Angst davor, dass um sie herum sozusagen diese kriegerischen Konflikte ausbrechen konnten. Also ich würde sagen, man kann das nicht nur wirtschaftlich sehen, sondern man muss das auch innerhalb eingebettet in das große System sehen, das durch das Wachstum Chinas immer asymmetrischer wurde. Ne? Und die wussten das. Aber Sie haben recht, die Größe spielt eine Rolle. Wobei man sagen muss, die sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte mal einen Habilitanten, der kannte sich da aus, eigentlich nur zu einem Drittel modernisiert. Der Rest wohnt immer noch auf dem Land. Ne? Die haben ja noch eine ungeheure Reserve, die sie nachziehen können. Gleichzeitig haben sie demografische Probleme, Wachstumsprobleme und so weiter. Also, ich weiß es nicht. Okay. Ja, das Thema Wirtschaft ist gerade schon mal angesprochen worden. Ich fände es ganz sinnvoll und gut, wenn wir noch mal bei dem Thema Staatlichkeit auf das Verhältnis zum Thema Ökonomie eingehen könnten. Mhm. Weil mich hat ein bisschen gewundert, dass das jetzt auf Ihrer Liste nicht erscheint, weil natürlich haben wir oder leben wir in einer Zeit, in der über diese Globalisierung nicht nur von Finanzen, Waren, Arbeitskräften natürlich erhebliche Einflüsse auf die Form der Staatlichkeit ausgeübt wird. Können Sie da nochmal darauf eingehen? Ja, können Sie das nochmal ein bisschen präzisieren, was Sie genau wissen wollen? Ja? Eigentlich würde ich das offen lassen wollen, aber ich kann Ihnen ein Beispiel geben, ja, gut. Damit so ungefähr eine Richtung vorgegeben wird. Ich meine, wir leben nicht nur im Staat hier in Deutschland, wir leben auch in einer Demokratie. Ja. Als Teil dieses Staates, so als die Verfasstheit. Ja. Und wenn wir zur Wahl gehen, dann sehr häufig können wir eigentlich gar nicht mehr über das Wirtschaftssystem abstimmen. Ja. Also von daher, welche Folgen haben dann die globale Verfasstheit, die globalen Kooperationen für eben die Verfasstheit dieser Staatlichkeit? Jetzt verstehe ich das. Ja, ich bin ja ein Freund von
von kleinen Einheiten. Das hat sich ja, das war ja auch klar. Ne? Wenn Sie das auf Wirtschaft beziehen, dann habe ich eigentlich immer argumentiert, dass wir vor dem Problem stehen, die kapitalistische Dynamik, Wachstumsdynamik, auf eine Weise zu zähmen, dass sie den Menschen in größerem Maße zugutekommt. Kann man ein sozialistisches Programm nennen. Ja? Wo kann das geschehen? Und das ist die Frage, die Sie stellen. Welche Rolle kann Demokratie in diesem Zusammenhang spielen? Ich würde argumentieren, dass demokratische Entscheidungen sozusagen möglich sein müssen gegen, sagen wir, Freihandelsmandate. Also, ich habe in dem letzten Buch dieses Beispiel von den Schweinen verwendet. Sozusagen die deutschen Schweine, die bei uns geschlachtet werden, davon gehen 30% gehen nach China. Nach China. China ist zum Teil agrarisches Land, die werden da alle hin verkauft. Die können deshalb verkauft werden, weil wir hier EU-Regeln haben hinsichtlich der Fläche, auf der ein Mutterschwein sozusagen stehen, schlafen und gebären muss. Ne? Wenn wir jetzt der Ansicht wären, dass wir Schweinen das nicht antun wollen, dann würden wir auf Exporterfolge verzichten, das könnten wir vielleicht noch machen, aber gleichzeitig würden wir, da wir in der Europäischen Union sind, die Schweine, die nach EU-Maßstäben großgezogen worden sind, in unseren Supermärkten begrüßen können und begrüßen müssen. Und dann wären unsere Bauern aus dem Gefecht. Deshalb bin ich ja der Ansicht, dass ein guter Teil dessen, was heute als Wirtschaftspolitik oder als Binnenmarkt oder als sowas aus der Politik herausgenommen ist, in die Politik zurückgeführt werden muss, sodass die Entscheidungsfreiheit der politischen Einheiten größer wird. Ja? Also die Europäische Union hat das Problem, dass sie sich auf ein nach dem sagen wir Welthandelsorganisationssystem unbegrenzten freien Markt festgelegt hat. Man kann vom Binnenmarkt keine Ausnahmen mehr machen. Und gleichzeitig auf einen ungehinderten Kapitalverkehr, Entschuldigung, nicht nur in den Ländern der Union, sondern über die Grenzen der Union weg. In dem Vertrag steht also der klassische Satz, dass es keine Kapitalverkehrskontrollen innerhalb der Union gibt und keine auch über die Grenzen der Union hinweg. Das Ergebnis davon, Entschuldigung, ist, dass wir grenzenlos in den internationalen Kapitalverkehr eingeknickt sind. Also es ist eher eine rhetorische Frage, die Sie vielleicht beantworten können, aber vielleicht auch nicht. Sie haben einige Hinweise gegeben, was man vor Beginn des Krieges in der Ukraine, mit der Ukraine und, oder zwischen Russland und der Ukraine hätte machen können. Das haben wir natürlich auch sehr, sehr deutlich gesehen, was man hätte machen können. Und Sie sagen auch, dass die politischen Verantwortlichen das eigentlich alles wissen. Das sagen wir uns natürlich auch. Es kann ja nicht sein, dass die Menschen alle irgendwie dumm sind auf einmal. Aber warum um Gottes Willen, werden diese Dinge dann doch nicht wahrgenommen, nicht ausgesprochen? Und häufig, wenn sie geäußert werden, werden sie eben in einer Weise diffamiert, dass man sich fragt, also in welche eine Welt sind wir jetzt hier hineingeraten? Das ist meine Frage, aber ich kann verstehen, wenn Sie da jetzt erstmal lieber nicht antworten können und wollen. Vielen Dank. Ich höre mal zu und dann vielleicht kann ich auch noch was sagen. Genau, dann machen wir jetzt hier hinten die letzte und dann... Ja, Ralf Krämer mein Name. Es wurde ja, finde ich, im Laufe des Vortrags schon deutlich, dass das mit der gleichen Souveränität eine prima Sache ist, aber dass die dann doch ein Stück weit in der Realität auf dem Papier steht, beziehungsweise die Staaten schon sinnvollerweise Rücksicht nehmen auf bestimmte Realitäten und Kräfteverhältnisse etc. pp. Und das ist ja jetzt nicht nur was im Verhältnis zu Russland gilt, sondern was weiß ich,
auch Deutschland und die westlichen Staaten sind da ja nicht irgendwie grundsätzlich anders und setzen andere Staaten ja auch massiv unter Druck und so, ne? Auch wenn es nicht unbedingt gerade militärisch ist, wobei die militärische Seite der USA ist ja genannt worden. Aber wenn ich mir angucke, was ist ich, wie Serbien unter Druck gesetzt wird, wie sie auch international verhalten sollen etc., das ist ja nicht gleiche Souveränität in der Realität. Darum finde ich, dass eigentlich ein letzter Teil des Vortrags fehlte, nämlich über das Weltsystem, das Staatensystem in seiner Gesamtheit und in seiner heutigen Verfasstheit konkreter zu reden. Und dann wäre man eigentlich bei sowas wie Imperialismus oder sowas. Und das ist ja ein hochhierarchisches System, dieses Staatensystem. Also dann wird ja heute manchmal wieder über Imperialismus geredet. Selbst der Kanzler nimmt das Wort in den Mund und meint natürlich Russland. Da kann man ja auch drüber reden, ob das imperialistisch ist, je nachdem, welchen Begriff man davon hat. Aber ganz egal, was für einen Begriff man davon hat, ist, glaube ich, aus meiner Sicht jedenfalls, nee, ist wirklich, finde ich, völlig klar, dass es in der, auf der Erde eine mit Abstand dominierende imperialistische Hauptmacht gibt. Und das ist nicht Russland, das ist auch nicht China, sondern das sind die USA. Das ist völlig klar, finde ich, egal, was man für einen Begriff hat, ja. Und dass die sozusagen auch nichts mit Friedlichkeit am Hut haben, sondern im Gegenteil, nach meinem Eindruck, bei allen internationalen Konflikten, wo sie sich einmischen, eigentlich in aller Regel eine Politik machen, die nicht darauf gerichtet ist, diese Konflikte friedlich beizulegen, sondern sie irgendwie zu eskalieren. Hauptsache, ihre Gegner verlieren dabei. Das erscheint mir jedenfalls auch so. Und ich finde, der entscheidende Unterschied zwischen denen und anderen mehr oder weniger imperialen oder sonst wie Staaten ist, dass diese anderen Staaten ja immer den Anspruch haben, sozusagen ihren Umfeld zu kontrollieren, zumindest mehr oder weniger. Aber die USA haben den Anspruch, ganz unbescheiden die ganze Welt zu kontrollieren, ja, und sozusagen überall Dominanz auszuüben. Und überall soll nichts passieren, was sie nicht wollen. Und wie gesagt, das fehlte mir ein Stück weit, dass man eigentlich auch über den konkreten Zustand dieses Weltsystems mal reden muss. Ja, gut. Ich glaube, ich kann jetzt sogar wieder was sagen. Dieses Hustenbonbon kann ich also nur empfehlen im Sinne eines ungehinderten Freihandels. Und da muss Handel her, ja. Und ja, ich meine, man braucht da ja nicht drum herum zu reden. Der Kapitalismus ist eine, seit seinem Anfang hat es Kapitalismus ohne Staat nie gegeben. Und er brauchte immer einen Trägerstaat, um sich ausbreiten zu können. Die Sequenz, die man immer zitieren kann, ist Genua, Niederlande, Großbritannien, Amerika. Kapitalismus ist immer expansiv und hängt davon ab, dass es ein Zentrum und eine Peripherie gibt, wobei das Zentrum die Kapitalakkumulation organisiert und die Peripherie sozusagen nach vorne schiebt, um in neue und bis dahin unerschlossene Gebiete vorzudringen, die zum Teil froh darüber sind, weil sie dann an dem dynamischen Akkumulationsprozess teilnehmen können und zum Teil Angst davor haben, dabei unter die Räder zu geraten. China ist ein klassisches Beispiel dafür. Das kann man so sagen. Jetzt kann man aber auch sagen, und das geht aus dem, ich kann nur mein letztes Buch empfehlen, das heißt Zwischen Globalismus und Demokratie, politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus. Ja. Da sind diese Facetten, werden da alle irgendwie exploriert. Eine Facette dieses Imperiums, das der Kapitalismus braucht, ist, dass das Zentrum nicht immer glücklich damit ist. Also die Genuesen wurden durch die Holländer abgelöst, die Holländer verloren den Krieg gegen die Briten und dadurch wanderte das ganze Ding von Amsterdam nach London. Das britische Empire nach 1918 war nicht mehr zu halten. Es war zu geschwächt durch die Rivalitäten mit anderen Empires und die faktische Machtübernahme der Vereinigten Staaten, die aber damals noch nicht in der Lage waren, diese Rolle des Weltorganisators zu erfüllen. Das kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg, das wissen wir alles. Wichtig ist, dass es im Zentrum
Krisen gibt, nicht nur die Akkumulation von Erträgen. Und dass am Ende solche Imperien sehr teuer werden. In Amerika kann man das sehr gut beobachten. Die amerikanische Gesellschaft, ich habe da 12 Jahre meines Lebens verbracht, die Leute sagen immer, Streeck ist Anti-Amerikaner. Nein. Streeck hat da gelebt und kennt sich da ziemlich gut aus. Im mittleren Westen ist die Gesellschaft kaputt. Ja, und zwar auf eine Weise kaputt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die Zahl der Drogentoten nimmt jedes Jahr so zu, wie die Rüstung in den Vereinigten Staaten unter George unter George W. Und es sind nicht nur die Drogentoten, es ist Gewalt, die Gefängnispopulation wächst dramatisch von Jahr zu Jahr. Das Land ist intern kaputt. Und zu einem sehr erheblichen Teil hat das etwas damit zu tun, dass es diese Rolle auf der Welt gespielt hat oder noch spielt. Es geht ungeheuer viel Geld in die Rüstung. Andererseits ist das auch wieder gar nicht so schlecht, weil je stärker das Land ist, den Dollar als Reservewährung überall weiter einführen kann. Dadurch kann es unbegrenzt Geld drucken. Andererseits steigen die Staatsschulden ständig. Die Verschuldung der privaten Haushalte schießt bis in den Himmel. Das Land ist kaputt, ist krank. Und diese Art von Problemen, die durch ein Imperium entstehen, müssen neben die ungeheuren Vorteile des Imperiums gesetzt werden, die aber in den Vereinigten Staaten nur noch einem kleinen Teil der Bevölkerung zugutekommen. Nicht die Ungleichheit im Vermögen, Einkommen hat ungeheuer gestiegen. Die amerikanischen Reallöhne sind seit Mitte der 70er Jahre im Durchschnitt nicht mehr gestiegen. Lange durchhaltbar ist sowas nicht. Ja, was dann da passiert, kann niemand vorhersagen. Aber ein Modell für gesellschaftliche Stabilität ist dieses Land trotz seiner überragenden militärischen Stärke und seiner Hightech-Industrie sozusagen und seiner kulturellen Dominanz in der Welt, stabil ist das nicht. Ne? Und das kann man daraus auch ein bisschen entnehmen. Widerstände tun sich überall auf. Ich habe das vorhin gesagt, 30 Jahre lang ständig im Krieg. Es gibt ständig entweder in Mittelamerika brechen Failed States zusammen oder es gibt irgendwelche Diktatoren, die das Öl abschneiden oder abgeschnitten kriegen müssen oder was weiß ich alles. Ständig sind die auf den Zehenspitzen. Es kann nicht ewig gut gehen. So, thank you very, very much. I think we'll stop here. Nein, jetzt sind wir wieder okay. Also eine Frage kann ich noch zulassen, weil ich wohl so lange gehustet habe. Meine Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Ach ja, sagen Sie noch mal kurz ein Wort. Meine Frage war. Damit die Dolmetscher das noch machen. Okay. Ja, die hören sich sonst nicht. Also meine Frage war, wenn doch man vor dem Krieg Ukraine-Russland, wenn man doch vorher wusste, was ja eigentlich auf einen zukommt, ja, und das kann man ja dann auch noch an vielen anderen Stellen herausfinden. Warum, wenn das auch so viele wissen, wenn Sie auch sagen, ja, die politischen Verantwortlichen wissen das alles, warum kommen wir dennoch nicht zu anderen Lösungen und warum, ja, werden Menschen wie Sie oder viele andere, die dann auch dieses äußern, ja, nicht nur diffamiert, sondern sie werden ja sozusagen als dumme Menschen dargestellt oder als veraltete Menschen dargestellt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es so steil wirklich in die Katastrophe geht? Ja, also diese Katastrophen sind ja, selbst wenn sie steil sind, ziehen die sich ein bisschen hin. Also das ist wie der Frosch in dem Wassertopf, der gerade erhitzt wird. Ne? Man sitzt da drin, der Frosch, und es wird immer wärmer, aber man merkt es nicht, weil es immer nur schrittweise wärmer wird, bis er dann zerkocht ist.
Ja? Also die menschliche Lebensphase im Unterschied zu diesen großen gesellschaftlichen Veränderungen ist eher kurz. Es gibt, kommt die nächste Generation, die hält den Krisenzustand schon für normal. Ja? Aber ich würde noch ein bisschen weitergehen und sagen, wenn ich Politik heute diskutiere, diskutiere ich die im Kontext von Dilemmas. Diese Welt ist derartig verzwickt, ja, dass Sie können das eine tun und dabei machen Sie das andere kaputt. Sozusagen, Sie reißen immer was ein. Wenn Sie da ein Loch füllen, machen Sie ein Loch da hinten wieder neu auf. Ne? Es ist nicht so, dass die Leute das nicht wüssten. Also der amerikanische Militärapparat ist größer als jeder Militärapparat in der Geschichte der Welt. Sie müssen mal in Virginia an der CIA oder NSA-Zentrale vorbeifahren mit dem Auto. Das hört gar nicht auf. Steht ein Block nach dem anderen. Da haben alles Fenster drin mit Licht. Und da arbeiten die alle. Woran arbeiten die? Die arbeiten an Planungen, ja, strategischen Planungen. So, ein Thema, von dem die amerikanische strategische Diskussion heute besessen ist, ist die sogenannte Thukydides-Falle. Falls Sie Altphilologin sind, wissen Sie, wer Thukydides war. Wenn nicht, kann ich das nachfüllen. Das war der griechische Historiker, der die Geschichte des Peloponnesischen Krieges beschrieben hat. Gleichzeitig war der General der athenischen Armee. Die Geschichte dieses Krieges wird ständig neu gelesen. Und mit guten Gründen. Weil Thukydides zu dem Schluss kommt. Also es geht darum, Athen. Athen war im Grunde Amerika, die USA. Die beherrschte die griechische Welt als Zentralmacht. Es gab aber auf der Peloponnes eine Stadt, die wurde immer größer, die hieß Sparta. Und die war feindlich gegenüber Athen eingestellt. Und die Athener haben das beobachtet und wussten, irgendwann werden die Vormacht Athens angreifen. Die wussten nur nicht genau wann. Und die dachten über die Frage nach, wann müssen wir die zuerst angreifen, um sicher zu sein, dass wir sie vernichten können, bevor sie uns vernichten. Die amerikanische Diskussion nennt das die sogenannte Thukydides-Falle. Du sitzt da drin und guckst da raus und siehst, wie der immer größer wird und du fragst dich, wann muss ich hier was machen? Thukydides glaubt, die Athener haben zu spät zugeschlagen. Der war so eine Art machiavellistischer Realpolitiker, nicht? Das ist unglaublich zu lesen, diese Geschichte. Die Athener haben zu lange zugeguckt. Die hätten früher losschlagen müssen und so haben sie es verloren. Wenn Sie sich das vorstellen, das ist sozusagen das Bild, in dem die amerikanischen Militärplaner das Verhältnis zwischen Amerika und China betrachten. Ja? Wie lange können wir die noch wachsen lassen, bevor die Einheit unseres Imperiums sprengen? Möglicherweise den Dollar als Weltwährung abschaffen oder sonst irgendwas machen. Aber man kann sich die Thukydides-Falle auch vorstellen, als da sitzt der Putin drin und guckt, wie die Ukraine sozusagen zunehmend, die Ukraine war ja das Land mit dem höchsten Wachstum in den Militärausgaben seit 2014 überhaupt in der Welt. Ja? Der guckt sich das an und denkt, mein Gott, wie lange noch? Ja? Und an einer bestimmten Stelle sozusagen mag dem der Gedanke gekommen sein, vielleicht hat ihm einer seiner Generäle die Geschichte des Peloponnesischen Krieges gezeigt. Und da hat er gedacht, mein Gott, für den muss das Problem ja noch schlimmer gewesen sein, weil der ja gewusst haben muss, wie miserabel seine Armee ist. Und die konnte nur miserabel sein, weil der mit dem etwas mehr als dem deutschen Militärhaushalt eine Atomstreitmacht aufrechterhalten hat, die so groß war wie die amerikanische. Da blieb kein Geld mehr übrig für irgendwas anderes. Das hat man dann genau gesehen. Ja. Diese Art von strategischer Planung machen die alle. Gibt es einen, der die strategische Planung macht, zu sagen, hör mal zu, jetzt aber Schluss mit diesem Kram. Es gibt hier ein Oberprinzip über alles. Es darf keinen Krieg geben. Und es muss eine Lösung gefunden werden,
Es muss eine Lösung gefunden werden, wie alle zufrieden sein können, ohne dass es einen Krieg gibt. Diesen gibt es nicht. Ja, diesen gibt es nicht. Und den gibt es nicht, weil diese Militärstäbe, die können das gar nicht. Was sie alleine können, ist ausrechnen, wie viele Leopard 2 gebraucht werden, um, was weiß ich, bis nach Moskau zu kommen. Ja, nee. Selbst die klügsten Politiker, also wenn Sie jetzt eine pragmatische Frage stellen wollen, dann würde ich sagen, für Deutschland käme eigentlich in Frage, klarzumachen, dass wir eine Politik, deren Ziele wir nicht mitbestimmen können, auch nicht unterstützen. Ja? Und man kann ja sagen, gut, jetzt sind die da, da ist der Krieg, da muss irgendwas gemacht werden, können nicht zugucken, wie die da alle gebutschert werden. Das wollen wir ja nicht. Aber wir wollen mindestens sagen, dass wir sagen können, zu dem und dem Zweck helfen wir und dem Zweck helfen wir nicht. Dass Sebastopol in die Hände der ukrainischen Regierung fällt, dafür möchte ich nicht sterben. Ja? Aber was man auch kann als Bürger, wenn man darüber spricht, man kann den Leuten sagen, Krieg ist kein Computerspiel. Da wird gestorben, und zwar richtig. Und es wird getötet, und zwar richtig. Ja? Und da müsst ihr euch fragen, ob ihr da mitmachen wollt. Denn in diesem konkreten Konfliktfall ist für mich die Spitze der Heuchelei erreicht, wenn unsere Politiker sagen, die machen das alles für uns, für unsere Werte. Ja? Die machen das für unsere Werte. Und dann sage ich, wenn unsere Werte, wenn wir da andere kämpfen lassen und gucken, wie die sterben auf den Schlachtfeldern, und wir sitzen hier und schicken denen ab und zu mal eine Munition, wenn das wirklich so ist, dann müssen wir da selber hin. Ja? Genauso wie Joschka Fischer im Serbienkrieg gesagt hat, Auschwitz on the ground. Ja? Und dann gesagt, da müssen wir von oben bombardieren. Das habe ich nie verstanden. Wenn da Auschwitz ist, muss man Bodentruppen hinschicken. Aber Bodentruppen haben wir nicht hingeschickt. Wir haben hinterher den Wehrdienst abgeschafft. Und jetzt haben die Ukrainer haben den Wehrdienst und wir applaudieren und sitzen da am Feldrand und behaupten, das sei sozusagen das Endspiel der menschlichen Zivilisation. Wenn es das ist, ja, dann müssen wir da auch hin. Und man muss den Leuten erklären, dass wenn sie sich auf diese Art von Rhetorik einlassen, sozusagen sie hinterher nicht mehr sagen können, unsere Söhne und Töchter sollen da nicht hin. Ja? Wenn da Russland zum existenziellen Feind im Sinne von Karl Schmitt stilisiert wird, also ein Feind, den man vernichten muss, damit er einen nicht selber vernichtet. So hört sich die Rhetorik ja an. Ja? Dann heißt es aber nichts wie Sachen packen und mitmachen. Und diese Art von sozusagen fahrlässiger Rhetorik, die können wir alle, da können wir alle was gegen machen. Und wir können sagen, wozu geben wir, was soll da eigentlich sein? Was ist der Endzustand? Wollen wir nach Minsk II zurück? Was ich sagen würde, ja, sehr gut. Ja? Oder wollen wir zurück an die Situation, wo die Krim und was weiß ich alles, sozusagen alles zur Ukraine gehört. Und Putin, und das ist ja unsere Außenministerin, und Putin sozusagen in Den Haag vom Internationalen Tribunal erscheint. Da sage ich, dafür möchte ich keine müde Mark geben. Nicht wahr? Denn wie gesagt, das, was man da immer sagen muss, ist, da wird gestorben, Leute, da wird gestorben. Und da wird getötet. Töten ist auch kein Spaß. Ich sage, gleich hören wir auf, ich komme dann sonst ins Reden. Ich meine, als Altphilologe, ich kann sagen, wenn das römische Heer zurückkam von irgendwelchen Eroberungszügen, dann mussten die drei Monate waren das, auf dem Campo di Marzio, in Rom, vor der Mauer sozusagen bleiben, durften nicht in die Stadt. Die mussten erstmal ernüchtert werden nach all dem Mord. Ja? Weil die Angst hatten, dass wenn die da reinkommen, die Amok laufen.
Und wenn Sie gucken unter amerikanischen Gefängnisinsassen, Drogensüchtigen und so weiter, die Veterans of Foreign Wars, die sind da gewaltig überrepräsentiert. Ja? Das tut auch selbst denjenigen, die da Krieg gewinnen oder wieder rauskommen, tut das auch nicht gut. Das ist kein Spaß. Und diesen Ernst, den muss man in die Diskussion bringen. Ja? Das muss man immer sagen. Ich kann das sagen, ich bin selber nicht im Krieg gewesen, aber mein Vater war. Ich bin 1946 geboren. Ich weiß, was das dem angetan hat. Aus dem ist nichts mehr geworden. Nicht? Der kam da raus und war kaputt. Und es gab in dieser Generation eine ganze Menge von Leuten. Und da muss man sagen, also die Erinnerung daran, der Zweite Weltkrieg, ich habe ja mal auch Geschichte unterrichtet in unserem History Department, zwei, drei Kurse gemacht. Da fragt man die Leute, die wollen alle Geschichtslehrer werden, da fragt man, wie viel Tote hat es denn wohl im Zweiten Weltkrieg gegeben? Keine Ahnung, sage ich 50 Millionen. Sagen die 50 Millionen? 50 Millionen Tote auf einmal? Ja, sage ich, ja, 50 Millionen. So, 50 Millionen tot. Dann kann man sich fragen, war das irgendwie, für was soll das ein Preis gewesen sein? Ja? Friedrich, ich habe mich vor ein paar Jahren mit Engels beschäftigt, der war ja so ein Militärstratege. Der Engels hat im Jahre 1885 vorhergesagt, dass in Europa ein großer Krieg, ein Weltkrieg ausbrechen wird, bei dem hat er gesagt, 15 Millionen Tote. Das war auch ungefähr der Erste Weltkrieg. Ja? Warum hat er das gesagt? Er hat gesehen, wie diese Rüstungen sich gegenseitig aufschaukelten, von Land zu Land und immer besser wurden. Der Engels war sozusagen Techniker, der wusste, wie viele Leute man damit umbringen konnte. Das müsst ihr sagen. Ja? Das müsst ihr sagen. Nicht einfach sagen, dann geht das, ist das jetzt gerecht oder ist das nicht gerecht oder sollen die sich wehren oder so. Nein, sondern fragen, was ist der Preis, den man zahlen will, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen? Es ist klar, dass ein bestimmtes Ergebnis erzielt werden muss. Aber was ist der Preis, den wir dafür zahlen wollen und wo hört unsere Freigebigkeit mit unserem Leben auf? So, jetzt. Okay. Wolfgang. Ich bin Zelensky, das auch mal gesagt worden. Vielen, vielen Dank, den Weg nach Berlin gemacht haben, auf dem Vortrag zu halten. Und ja, wir hoffen viel mehr von dir zu hören, auch auf der Website und auch Sidecar. Wir machen das. Okay. Gut, und danke alle, die gekommen sind und auch hier und Dolmetschern und Frank. Und wer war das mit dem Bomber? Ja, sehr gut. So, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ich weiß nicht, ob wir noch einen Vortrag im Mai machen. Wenn schon, wissen wir noch nicht, wer es ist. Aber ich befürchte, der nächste wird auf Englisch sein. Aber wir haben auch sehr gute Dolmetscher. So, komm gut nach Hause. Danke.